France Bleu Ilsos. Wenn er auch die Prof sind gesehen und wenn er Prof bleiben, sollte normalerweise jemand kommen nächste Woche. Aber hier France Bleu Elsass reden wir schon davon. Es ist der Niklaus, wie kommen wir im Elsass für gute Sachen bringen. Und da gibt es auch einen Niklaus Marik in Strasbourg bis am 23. Dezember für davon zu reden. Sind wir mit dem Didier Munzinger. Bonjour Didier. Bonjour, ich bin Maria. Didier, ich bin also von der Cour Saint-Nicolas. Wie ist denn die genau? Der Niklaus Hof, der ist im Departement Strasse, das ist hinter dem Bistum, am Ende von der Judengasse in Strasbourg. Sind auch mal ein Nachbar von uns, von France Bleu Elsass? Ja, zwei Minuten von da, ja. Zweimal gestolpert und zweimal gestolpert und schon bin ich bei euch, ja. Und ich habe gehört, der Niklaus kommt, aber er ruft schon an, für sie, wenn er die Männle bringt. Man hört das Telefonschellen vom Niklaus. Er hat gerade in die Munzinger angerufen, für sie, was er kommt. Hat er euch ein SMS geschickt? Ja, ganz direkt. Nächste Woche, also am Mittwoch, glaube ich, ist das 6. Dezember, das ist das liturgische Fest vom St. Niklaus. Und ich glaube, der kommt in die Judengasse und in Parkamentstrasse am Samstag. Er wird natürlich auch im ganzen Rindol rumspazieren für die Kinder, Gütesäure bringen. Ja. Ich werde uns ein bisschen von dieser Tradition ein bisschen mehr erzählen in ein paar Minuten. Und auch, natürlich werden wir auch von dem Marik reden. Noël dans la Cour Saint-Nicolas, es ist bis am 23. jeden Tag? Nein. Wir sind jetzt das erste Jahr und das ist ein Wunsch von unserem Bischof gewesen. Mhm. Der hat hier den Hof gesehen vom Bistum und hat gesagt, da könnten wir etwas machen, da könnten wir Laven hinbringen. Und deshalb hat er mit meinen Mitarbeitern hat er mir diesen Auftrag gegeben und hat mir gesagt, du machst Laven hin, machst Eps. Und dann haben wir mit der Stadt Strasbourg so geredet und wir wollen auch in diesen grossen Christkindlesmärkten, wollen wir hier auch so Ikon der Zug her. Wie der Zug her, ja. Mhm. Aber man wird auch miteinander spazieren und dem St. Niklaus Marik Weihnachten, wie man dort verbringen kann. Und es ist nicht nur ein Marik, es sind auch Veranstaltungen, Konzerte, gell? Man wird das ganze Programm auch mit dich erwähnen, Didier Munzinger, auf francebleuelsass.fr. Noch um Daniel Balavoine. France Bleu Alsace. Femme s'accroche à mes larmes.
je sais que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins. Et je me dis qu'elles rêvent, mais ça leur fait du bien. Un héros, Daniel Balavoine au France Bleu Elsos.fr, Tzebissen, Maritamenandr, von verschiedenen Servers, was im Elsos organisiert wird, zum Beispiel Weihnachten feiern im St. Nikolaus Hof in Straßburg. Wir reden ja davon mit dem Didier Münzinger, wie mit uns im Studio ist. Wir singen als auf ein Erot gesungen, der Freddy Quinn, St. Nikolaus war ein Seemann. Stimmt es? Also am Anfang. So wie ich mich erinnere, ja, ist er am Anfang von seinem Leben fast versoffen. Gell? Und ist also vom ist dann gerettet worden. Und der Niklaus war zuerst ein Sklave gewesen und ist nur der erste zum Bischof gewählt worden, wie so üblich ist gewesen, am Anfang, in der ersten Zeit von der Kirche. Nicht? Und der kommt vom Land, ja, da stehen vielleicht viel. Das ist Hittisch Türkei. Das ist sein Ort, wo der Herr ist. Ja, viel weiß es nicht, was er von dem kommt, gell? Ja, ja, viel weiß es nicht von Smyrna. Und noch härter, also ist die Legende vom St. Nikolaus also immer größer geworden. Und man stellt sich ja vor, der St. Nikolaus mit drei Kindern. Und die drei Kinder sollen also vom, ja, vom Metzger also befreit haben. Nicht? Und ganz bestimmt kommt die Legende, das ist der Nikolaus, der Bischof, hat ganz bestimmt so junge Sklaven frei gekauft. Und deshalb ist er auch der Schutzpatron von der Jugend, von den Kindern. Und für das bringt er eine gute Sache, ist das dem? Ja, das heisst, Geschichte erzählt, dass der Niklaus in der Straße vorbei ist gegangen und hat den ärmsten Leuten so Sachen auf den Fenstersimsen gestellt.
Und am Morgen jetzt haben sie, also, was man so bräuchte für Slaven, entdeckt und haben nicht erst gewusst, von woher was das kommt. Mhm. Und dann manche, da hat er auch Goldsteckle und so weiter. Und das bringt er jetzt das nicht mehr? Nein. Da hat er alleweil gehört, dass die Familie oder die Familie in der Not ist. Und deshalb hat er also so sein ganzes Reichtum verteilt in der Ärmsten. Und von da kommt also die Geschichte, dass der Niklaus also alle guten Gaben also verteilt. Aber er wird da kommen im Hof vom St. Niklaus Hof, gell? Das ist normal im St. Niklaus Hof. Er darf da heimkommen manchmal. Aber da wird er uns erzählen, was los ist bis am 23. Dezember nach dem Liedl vom Christoph Wolz. Das Elsass ist Bitscherland, Mosel, Baden und Württemberg. Das ist France Bleu Elsass. Will ich wissen, wie alt ich bin? Will ich wissen, wenn ich geboren bin? Sie schrieb es dann in ein bisschen hin. Und dann bin ich nur ein Mann. Hab mir dann eine Kreditkarte gegeben. Mit der kann ich in den Kaffee gehen. Und komm ich in den Laden hin. Sogar du. Zahl. 2, 4, 9, 3, 0, 6, 7, 8, 1, 4, 0, plus eine Zahl. Wo meine Fee sollen gehen, wie Fisch ein Nummer. Muss auch manchmal den Doktor sehen, im Apotheker ein Zettel gehen. Komm ich in ein Krankenhaus nie, sogar du. Da bin ich nur ein Nummer. Warum haben sie mir die Zahlen gegeben? Wenn ich zahle, habe ich kein Problem. Eine Nummer ist kein Medizin. Eine Nummer sind ist nicht bequem. Haben sie mir einen Vornamen gegeben? Dann lösch mich in ein Spiel hin. Ja, lösch mich in ein Spiel hin, sogar du. Mit dem Christoph Wolz, wie mitgemacht hat am Gesangwettbewerb, die Stimme. Ich kann auch mitmachen, wenn er das dritte Mal mitwählen will, wenn er auch mal einen Funkschundung gewinnt. Es ist nicht schlimm, ich kann es noch einmal inschreiben. Du auf francebleuelsass.fr bis am 15. Januar. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Des studios de France Bleu Elsass, où il ne pense qu'à faire la fête. Bonjour Jonathan Val. Guten Morgen Hervé, guten Morgen Nolle. Encore une fête, c'est cela? Ja, wie noch, aber auf einem besonderen Ort, ein Noël spécial dans la cour Saint-Nicolas. Und wir reden davon mit dem Bischofsvikar Didier Munzinger. Didier, schon einmal, wie noch im Saint-Nicolas-Hof, feiern wir hier nicht Saint-Nicolas zuerst? Also das ist das erste Mal und das ist ein Wunsch von unserem Erzbischof. Wieder am Balkon ist gestanden und hat einen Hof gesehen, hat er gesagt, es muss leben in diesem Hof. Und in der Adventszeit in Strasbourg ist schon leben. Also sind die großen Tore von dem Hof aufgegangen und da sind ungefähr 6 so Hiesle, so Holzhiesle und die Leute kommen ganz gern und entdecken hier viele Sachen,
die man vorschlagen. Sind das Handwerker oder Lied von der Pfarrer? Nein, das sind Lied von der Pfarrer. Mhm. Die sind auch die Schwestern von Merjedal. Oh. Die sind auch so christliche Bewegungen. Vereine vielleicht? Vereine, die kommen. Mhm. Und da kommen auch kirchliche Chore, die also Leben in deinen Niklaushof bringen. Und wird gesungen im Hof oder in anderen Orten noch? Na, also bei uns wird im Hof gesungen, auf deiner Stoffel vom Bischofshaus. Und da kommen die verschiedenen kirchlichen Chore von der Eurometropol, das heißt von den 26 Pfarreis, Seelsorgereinheiten. Und die kommen und singen da traditionelle Weihnachtslieder. Würdest du noch Wein schon Bredel ausschmecken ein bisschen? Wie kann man sich nur eine Weihnachtsmärchen vorstellen ohne Bredle und Waschogel? Mit Maß aber immer noch, das muss immer man noch mit sagen. Maß, ja. Bredle, das ist nicht schlimm, der Winter ist lang genug. Ja. Für den Weihnachtsmärchen im St. Niklaushof, wie ist denn der genau in Straßburg? Also der St. Niklaushof ist in der Pogamentsgasse, das heißt am Ende von der Judengasse, von der Judenstraße. Und es ist ganz einfach der Hof vom Bischofshaus. Und da gewöhnlich, ganz hoch, stellen wir uns unsere Wehe da hin. Das ist der Parking für die Wehe. Jetzt genau voilà. Kommen. Und da sind viele Leute, die stehen als vor dem schönen Dorf, vor dem schönen Hof, giggeln als nin, wenn da das Tor aufgeht. Aber jetzt sind die Türen ganz groß offen. Macht hoch die Tür, singen wir an, gell, in der Adventszeit. Und es ist kostenlos, was zu kommen, also wie gesagt, alle sind eingeladen, Noël dans la Cour Saint-Nicolas. Mm-hmm. Es ist Freitag, Samstag, Sonntag bis am 23. Dezember, ab der 11. jeden Tag, gell? Ab der 11. am Freitag fängt es dann an. Und wir haben es gesehen, also der Andrang von Leuten am letzten Freitag. Alle kommen. Ja. In der Adventszeit kommen wir alle zu euch. Hervé, il faudra donc aller en ce moment jusqu'au 23 décembre dans la Cour Saint-Nicolas pour fêter Noël autrement. Merci Jonathan et je rappelle que pour vous écouter, c'est sur internet francebleuelsos.fr. France Bleu Elsos. Didier Munzinger, vielmals merci, dass Sie zu uns gekommen sind. Merci à vous. Es sind ja nicht so Leute, gell, wenn man sich gerade nicht trauen. Nein, man will auch gerne. Oder singen wir und singen ihr selbst. Voilà. Ja, man wäre es anbringen miteinander. Ja, wenn es harmonisch ist, ist es immer gut. Genau. Und Sie haben ja sowieso Reihe gemeldet, nur kann es keine Schade bringen, wenn man schlecht singen. Du, in ein paar Sekunden, nur ist der von der Zähne, bleib auf dem Laufen. Wir werden Baumkuchen machen oder ein Büsch, ein Weihnachtsbüsch, das mit Schokolamousse. Das machen wir noch mit Simon nach den Nachrichten von der 10. Und ihr werdet wieder das Album von Michel Polnareff. Es ist aber 10 Zeit für die Nachrichten zuerst.